In diesem Video: Hat einer ein großes Maul? Pfeift uns einer was? Wird etwas überbrückt? Ist es ziemlich scharf? Drücken wir die Schulbank. Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Ostertour 2023 bei Charanis Reisen mit Mona, Rainer und natürlich ist auch Elli wieder mit dabei. Es freut uns sehr, dass ihr auch bei diesem Video wieder mit dabei seid. Wir haben heute Mittwoch, den 5. April 2023 und sind, wie ihr an der Karte sehen konntet, gerade am Mohnmobilhafen in Hameln angekommen. Bevor wir losziehen, ein paar Bilder vom Stellplatz, gefolgt von etwas Informativem für euch zum Lesen. Entlang der Industriebrache mit den rostigen Eisenbahnwaggons spazieren wir los in Richtung Altstadt. Eine ebenfalls rostige Soda-Brücke gibt dem Ganzen noch einen besonderen Kick. Sehr auffällig hingegen das Schiff der Marinekameradschaft Hameln, schon echt beeindruckend. Wir nähern uns gemütlichen Schrittes der Altstadt. Und da entdecken wir sie, die Ratte, die das Stadtsäckerl schön vergoldet hat. Und nun haben wir die Innenstadt erreicht. Noch ein paar Worte zur Geschichte von Hameln. Die Geschichte der Siedlungsspuren im Hamelner Raum reicht bis in die Steinzeit zurück. Archäologische Funde legen nahe, dass bereits im 8. Jahrhundert dörfliche Strukturen vorhanden waren. Das Hamelner Münster feierte übrigens vor einigen Jahren seinen 1200. Geburtstag. In der Zwischenzeit haben wir die Kirche St. Nikolai am Pferdemarkt erreicht. Ein Besuch ist obligatorisch für uns. Im Gespräch mit einem kirchlichen Bediensteten fällt die Entscheidung. Ich gehe auf den Kirchturm hinauf. Sollen ja nur 206 Stufen sein. Ob mein Knie da schon mitmacht? Oben angekommen, kann man die tolle Rundumsicht über die Stadt genießen. Dann geht es die 206 Stufen wieder herunter. Alles ging übrigens gut, keine Probleme mit dem Knie gehabt. Vom Pferdemarkt aus suchen wir nun den Rattenfänger und finden ihn sogar in zwei Versionen. Once I heard a song, so shallow and poor. I almost sang along, all through her. Und dann spazieren wir wieder zurück zum Stellplatz. Dort angekommen, noch einen Blick auf die rostigen Eisenbahnwaggons. Damit lassen wir auch den heutigen Tag ausklingen und sagen schon mal zu euch: Gute Nacht, Freunde! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde! Heute ist Donnerstag, der 6. April 2023. Wir verlassen den Wohnmobilhafen und damit auch die Stadt Hameln. Die Fahrt geht weiter in nordwestlicher Richtung. Das Städtchen Rinteln ist unser nächstes Ziel.
Die Fahrt geht leider nur teilweise an der Weser entlang, aber das ist ja heute auch nicht ganz so wichtig. Mit dem Erreichen von Rinteln müssen wir als erstes durch die recht nette Altstadt fahren. Anschließend überqueren wir die Weser und steuern auf der anderen Weserseite den dortigen Stellplatz an. Der obligatorische Blick auf die Karte, ein paar Bilder vom Stellplatz und schon gibt es für euch wieder etwas Informatives zu lesen. Solange bin ich einfach leise. Und jetzt aber los. Über die Weserbrücke kommen wir direkt in die Fußgängerzone von Rinteln. Es bietet sich uns ein weitgehendes Allerweltsbild einer Innenstadt. Die Bausubstanz ist sehr gemischt, sowohl Altbau als auch Neubau wechseln sich hier ab. Der Marktplatz ist weitgehend mit alten Fachwerkhäusern erhalten. Ein Brunnen und eine Statue vom Nachtwächter runden das Bild ab. Nicht zu vergessen die Kirche St. Nikolai, die wir auch kurz von innen anschauen. Danach erkunden wir den Rest der Altstadt und kehren anschließend zum Stellplatz zurück. Eine kurze Zeit können wir noch draußen die Sonne genießen, dann wird es auch schon zu kühl. Mit dem Blick auf die heutige Route verabschieden wir uns von euch und sagen einfach nur noch: Gute Nacht, Freunde! Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Freitag, der 7. April 2023. Wir nehmen Abschied vom Stellplatz und ziehen weiter des Weges. On time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark fly. Eine kleine Planänderung haben wir für heute vorgenommen. Auch wenn wir weiter weitgehend an der Weser entlang fahren, unser heutiges Tagesziel liegt recht weit oben Richtung Küste. Wer uns schon länger folgt, der weiß, dass wir gerne den Stellplatz Drei Eichen in Jaderkreuzmoor in der Wesermarsch besuchen. Heute Morgen haben wir kurz telefoniert, ob dort ein Platz für uns frei ist. Und jetzt sind wir unterwegs dorthin. Aber zuerst fahren wir noch ein Stück durch das Weserbergland. To the ground.
His blood runs with his life. And the drums of war. Zwischendurch eine kurze Pause mit Beine vertreten. Überholen im Überholverbot und dann provozierend stark abbremsen. Ey, wie krank muss man sein? Balancing on a weary line. Too scared to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. Won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same. Trying so hard to run from shame. Einige Kilometer weiter erreichen wir die Wesermarsch. Es zeigt sich hier schon ein anderes Landschaftsbild. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Schmale Alleestraßen, typische Fachwerkhäuser und schon erreichen wir das Jahr der Kreuzmoor bzw. die Kreuzmoorstraße. Mit freudiger Spannung fahren wir auf den Stellplatz, parken den Mr. Esprit in gewohnter Art und dann erstmal ein Blick auf die Karte. Why I wasted my time. And I'll say I didn't know better. But the truth is I was weak and scattered, afraid of the blame. 29 years I've been the same. Während wir mit den Besitzern den üblichen Begrüßungskaffee trinken, schaut ihr euch ein wenig am Platz um. And I will not keep up the pace. To fool myself I don't need grace. Für heute gibt es dann nichts weiter mehr zu erzählen. Wir werfen den obligatorischen Blick auf die heutige Route und dann heißt es auch schon, wie jeden Abend, gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Samstag, der 8. April 2023. Der Himmel ist stark bewölkt. Wir fahren ans Ende vom Mareller Hafen. Hier wollen wir etwas spazieren gehen. Vorbei am kleinen Yachthafen kommen wir zur Wilhelm-Kammern-Schleuse. Und wen treffen wir am Deich? Natürlich unsere wollespendenden, vierbeinigen, blökenden Freunde. Ja, und das kleine Schäfchen, es scheint Angst zu haben, dass ihm jemand das leckere Gras wegnimmt. Back to the days when all the things we knew were made of gold. As the world moves on, time sings a song. Nun sitzen wir wieder im Wohnmobil und sind unterwegs in Friesland. So ganz klar ist das nächste Ziel noch nicht, aber eine Idee haben wir. Mittlerweile sind wir in Wiesmoor angelangt. Hier gibt es das Blumenreich, eine Blumenhalle mit angrenzendem Landschaftspark. Der große Parkplatz ist wie geschaffen für uns. Also nichts wie rein in die Halle. Eintritt übrigens pro Person 8 Euro. Vorher noch ein Blick auf die Karte und dann für euch das übliche Informative zum Lesen.
In diesem Blumenreich waren wir vor vielen Jahren schon einmal. Das ist bestimmt 15 Jahre oder länger her. Da sind wir schon ein wenig gespannt. Vereinzelt finden sich auch ein paar Tiere. Vor allem das ostfriesische Langhalshuhn, auch Olahu genannt. Das hat es uns sehr angetan. Wir kommen nun zur Wasserorgel, die wir als tanzend in Erinnerung haben. Tja, heute ist das leider eine enttäuschende Vorstellung. Wahrscheinlich sind hier die Sparzwänge recht groß. Wir gehen noch hinaus in den Gartenpark. Nun, es ist Anfang April. Da darf man von der Natur auch noch nicht so viel erwarten. Wir haben mittlerweile aber auch etwas ganz anderes im Hinterkopf. Der gerade vorbeifahrende Turfzug erinnert uns an das Torf- und Siedlungsmuseum, welches etwa 500 Meter entfernt zu finden ist. So viel. Während wir zu Fuß zum Museum laufen, für euch etwas zum Lesen. Vorbei an der Übersichtstafel kommen wir zum Eingang. Hier werden uns moderate 3 Euro pro Person abgenommen, da kann man nicht meckern. Als erstes gelangt man zu den Innenausstellungen, die durchaus interessant aufgebaut sind. Vom Außengelände zeigen wir hier beispielhaft ein paar Häuser mit Innenleben. Wie zum Beispiel hier das Hochzeitszimmer. Dann gehen wir weiter zum Schmied. Die Backstube ist ebenfalls erwähnenswert. Und zu guter Letzt die alte Schule, auf der wir gerne mal die Schulbank drücken. Zum Abschluss kehren wir noch in der gemütlichen Teestube ein. Für die Rückfahrt gönnen wir uns dann den eingangs gesehenen Turfzug. Wie ihr seht, eine recht wackelige Angelegenheit. Wohlbehalten kehren wir zum Parkplatz zurück, steigen in unser Wohnmobil und verlassen Wiesmoor. Für heute haben wir nichts mehr auf dem Schirm. Heißt, wir fahren zum Stellplatz 3 Eichen zurück und lassen dort den Tag ausklingen. Noch etwas in eigener Sache. In diesem Video werden wir euch die unserer Meinung nach interessanten Dinge zeigen. Aber die weniger interessanten Dinge, die für uns auch mehr einen gewissen Erholungswert haben, die lassen wir einfach weg. So wird auch schon mal der morgige Sonntag wegfallen. Da haben wir eigentlich auch nur einen ausgedehnten Spaziergang unternommen. Mit dem Blick auf die heutige Route, da verabschieden wir uns dann auch schon für heute.
Wir wünschen euch schon mal eine gute Nacht, liebe Freunde, und wir sehen uns dann am Montag wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Montag, der 10. April 2023. Der Himmel hält sich mit Schleierwolken leicht bedeckt, aber es könnte ein schöner Tag werden. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? Wir fahren ein Stück durch die Wesermarsch. Da nutze ich doch gleich die Zeit, euch etwas zu erzählen. Ob traditionelle Sportarten, alte Baukunst oder historische Mühlen und Kirchen. Die Wesermarsch hat viel Kultur zu bieten. Die Region ist geprägt von Bauernhäusern, alten Fischernhäusern und handwerklichen Fachwerkhäusern. Früher war das Reetdach ein Arme-Leute-Dach. Heute ist die Landschaft von dem geschickten Handwerk der Dachdecker geprägt. Das erste Ziel für heute ist das Örtchen Absersiel, besser gesagt der dortige kleine Hafen. Parkplatzprobleme werden wir dort normalerweise nicht haben, außer wenn dort Veranstaltungen stattfinden. Aber das ist heute nicht zu befürchten. Ein Blick auf die Karte zeigt euch, wo wir gerade sind. Der Blick mag etwas verwirrend sein, da in Google nicht der Hafen benannt ist, sondern das Dielenschiff Honey. Darüber könnt ihr natürlich hier auch was lesen. Archivbilder von mir zeigen die Honey hier im Hafen. Heute ist hier leider nur braune Brühe zu sehen. Das ist schade. Zumal die Weser Hochwasser führt, aber bis hier rein drückt es die wohl nicht. We could be kings and queens every day. On the low, we are brave. Dann gibt es noch ein Must-Have für uns. Wir fahren zum Hafen von Vetterwadersiel im Butjadinger Land. Dort gibt es die wohl leckersten Backfischbrötchen, die wir kennen. Damit verabschieden wir uns auch schon für heute und sagen gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Donnerstag, der 13. April 2023. Verregnete Tage liegen hinter uns. Keine nennenswerten Aktivitäten haben da stattgefunden. Heute verlassen wir die Wesermarsch und logischerweise auch den Stellplatz am Melkhus. Genauer gesagt, wir befinden uns auf der Heimreise. So schenken wir uns die Fahrvideos, springen direkt zur Kleinstadt Flotho und fahren dort zum Stellplatz direkt an der Weser. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Die Karte hilft euch auf die Sprünge und ergänzend dazu noch etwas Informatives über die Stadt. Nach ein paar Bildern vom Stellplatz zieht es uns in die fußläufig entfernte Altstadt. Auch von dort ein paar Bilder. That everything is gonna be alright.
know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will. Mit der heutigen Route beenden wir so langsam den heutigen Tag und sagen wieder einmal Gute Nacht, Freunde. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Freitag, der 14. April 2023. Nach einer ruhigen Nacht verlassen wir den Stellplatz von Floto. Unser nächstes Ziel ist die Stadt Lemgo. Wir hoffen hier auf einen geeigneten Parkplatz. Heute klappt das auch recht gut. Der Parkplatz ist stadtnah, nur über eine Brücke gehen und schon ist man in der Altstadt. Der Blick auf die Karte und etwas zum Lesen für euch, ja, das kennt ihr ja schon. Bei strahlendem Sonnenschein macht ein Stadtbummel doch so richtig Spaß. Zumal Lemgo doch eine sehr schöne Stadt ist und viel zu bieten hat. Aber das seht ihr ja auch an den folgenden Bildern. Zurück am Parkplatz geht es weiter mit der Heimreise. Da das meist erneute Zeigen schon gefahrener Strecken langweilig ist, springen wir weiter bis kurz vor Bad Soden-Allendorf. You better turn to the other side. If you stay right here, I might move my head to your face. It's been a long and tiresome day. I've been waiting to come home and give you everything that I have. Now we could stay awake all night and have dinner. Auf dem dortigen Stellplatz, den wir zu Beginn der Tour schon besucht hatten, wollen wir übernachten. How it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Woo-hoo-hoo, when it's only you and me. No one else can bother us to step on our feet. Oh no. Zuerst fühle ich mich wie ein Tier, das sich mehrmals im Kreise dreht, bis es die richtige Position zum Schlafen hat. There's a road that leads to pain.
Dann gehe ich zum Automaten, um zu bezahlen. Hier reibe ich mir kräftig die Augen. Ich kann das wirklich nicht glauben. Der Platz kostet jetzt 20 Euro pro Nacht. Vor 2 Wochen waren es noch 12 Euro. Nein, danke, nicht mit uns. Ziemlich erbost steige ich ins Wohnmobil und wir fahren weiter. Natürlich haben wir einen Plan B. This is how it ought to be. Every day should be like a hovering cloud. Nur wenige Kilometer entfernt ist das Grenzmuseum Schifflersgrund. Der dortige Parkplatz kann auch von Wohnmobilen zur Übernachtung genutzt werden. Die Ostertour im letzten Jahr, also 2022, hat übrigens dort begonnen. Und Parkplatz ist hier kein Problem. Und die 10 Euro für eine Nacht, na, die zahlen wir doch gerne. Zum Abschluss des Tages noch ein Blick auf die heutige Route und dann heißt es auch schon, gute Nacht, Freunde. This is where I should belong, inside a simple song. Running careless down the line. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Heute ist Samstag, der 15. April 2023. Tja, liebe Freunde, damit ist dieser dritte und letzte Teil unserer Ostertour 2023 auch schon zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne ein Like dalassen. Und falls noch nicht geschehen, gerne auch ein Abo. In beiden Fällen liefert ihr damit eine prima Unterstützung, die euch nichts kostet, aber uns sehr hilft. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis demnächst. Tschüss.